Ich bin hier mit Stefan Freude im Rehab Basel. Stefan ist heute mein Gesprächspartner. Er ist Botschafter der Rehab, Speaker und Dozent. Unterhalten werden wir uns über seine Situation als Rollstuhlgänger und über mein Buch Ein Stück Himmel, das sich ja auch mit dieser Situation des Behindertseins oder des neu im Leben anfangen müssens befasst. Die Geschichte dieses Romans ist eine Geschichte von zwei Männern, die lange Zeit miteinander befreundet sind, Füßli Florian und der Künstler Sam Butt. Und Sam fällt vom Apfelbaum und erwacht eines Tages hier in dieser Rehab. Und zur Einleitung des Gesprächs mit Stefan würde ich gerne eine kurze Stelle vorlesen. Sam wollte seine Beine bewegen, um sie langsam über das Bett hinauszuschieben, den Boden zu berühren und dann seinen Körper aufzurichten. Aber nichts rührte sich. Er brauchte eine Weile, bis ihm klar wurde, dass alles nur noch im Kopf stattfand. Er wollte seine große Zehe krümmen, die unter der Bettdecke hervorlugte. Aber wie sehr er sich auch mühte, die Zehe blieb fühl- und reglos. Er verbrachte eine endlos lange Zeit mit dem vergeblichen Versuch, die untere Körperhälfte zu bewegen. Wut stieg in ihm hoch. Er nahm den erstbesten Gegenstand, einen Suppenlöffel, und schleuderte ihn gegen die Wand. Das Schicksal konnte einen doch nicht so blind treffen. Irgendetwas musste bei der OP schiefgelaufen sein. Florian war völlig übermüdet gewesen. Konnte es sein, dass ausgerechnet sein bester Freund ihn so geschädigt hatte, dass er nicht mehr auf die Beine kam? Die Pflegefachfrau kam und stellte sich vor. Sie hieß Barbara, stammte aus Ostdeutschland und sagte streng: Herr Butt, Sie sollten jetzt dringend die paradoxe Paraplegie erlernen. Dabei verzog sie ihre Lippen, er sah sofort, wie schön sie waren, zu einem breiten, leicht spöttischen Lächeln. Er schwieg, wie er immer gegenüber Leuten geschwiegen hatte, die grob zu ihm waren. Das Bett ist ja viel zu kurz für Sie, Sie passen gar nicht hier rein. Sind Sie mal Basketballspieler gewesen? Sam schüttelte den Kopf. Sie müssen lernen, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Er starrte sie an. Das schaffen Sie schon, Herr Butt, sagte sie, riss sein Bein in die Höhe und fuhr beim Reden mit einem Waschlappen über seine Knie und die Waden, dann die Schenkel hoch. Halt, wollte er rufen, denn das ging nun gar nicht. Sie müssen lernen, mit den anderen Schritt zu halten, auch wenn Sie keinen Schritt mehr machen können. Barbaras Art missfiel ihm, aber gleichzeitig erinnerte sie ihn an seine Mutter Gerda. Wie groß die Behinderung auch immer ist, Selbstständigkeit ist das Ziel. Selbstständigkeit, dachte er, das kam doch von Stehen. Wollte sie ihn veräppeln? Gestern war er in die Rehab-Klinik verlegt worden, ein Einzelzimmer, weil gerade eines frei gewesen war. Ein Zimmer mit weißen Wänden statt mit roten oder blauen, weil sich die Innenarchitekten wohl noch nicht für eine Farbkombination entschieden hatten. Tatsächlich war hier alles weiß, die Decke, das Kissen, das Zahnputzglas, das Metallgestänge. Er lag mitten allergrößter Unschuld am Punkt Null. Alles strahlte, als würde es von innen erleuchtet. Dieses totale Weiß war wie ein leeres Blatt beim Zeichnen. Sicher würde er bald wieder auf die Beine kommen. Er rechnete damit, noch vor Monatsende entlassen zu werden. Im Spätsommer würde er bereits wieder unterwegs sein. Über seinem Bett war eine runde, verglaste Öffnung in die Decke eingelassen. Er sah die Wolken vorbeiziehen, er sah das Tageslicht in wechselnden Farben und ab und zu Vogelschwärme, die seinen Blick forttrugen. Er dankte den Architekten, sie hatten mit diesem Himmelsloch ein Gegengewicht zu seinem gelähmten Körper geschaffen. Stefan,
als du das Buch gelesen hast, das ja ein Roman ist und kein Bericht aus der Rehab, trotzdem hast du dich als Rollstuhlgeher, als Rollstuhlfahrer mit dieser Situation auch anfreunden können? Hast du dich damit identifizieren können? Hast du Dinge aus deinem eigenen Leben erkannt, zum Beispiel dieser Kampf um Selbstständigkeit? Ja, total. Also für mich ist es ja über 25 Jahre her, dass ich den Unfall hatte, aber das, und somit habe ich sehr viel nicht mehr in meiner Erinnerung, aber das Buch hat es eigentlich sehr viel davon wieder hervorgeholt, weil du die Sachen beschrieben hast, wo ich gedacht habe, so, ja genau, das waren meine Themen damals. Ja genau, damit musste ich mich beschäftigen. Ja genau, das war mein größtes Ziel, wieder selbstständig zu werden, nachdem ich gefühlt alles verloren hatte. Auf der einen Seite den Beruf, auf der anderen Seite die Hobbys oder auch Beziehungen. Und da war die Selbstständigkeit natürlich das größte Ziel, was es wieder galt zu erlernen, weil ja, man hatte wie alles verloren und alles galt es neu zu lernen. Als ich das Buch geschrieben habe, musste ich sehr viel recherchieren, lernen, wie verschieden die Situation von Paraplegikern, von Tetraplegikern zu den sogenannten Nicht-Betroffenen ist. Und in meinem Buch sinkt ja die Moral von Samuel Butt auf den Tiefpunkt, auf den Nullpunkt, muss man sagen. Er hat große Mühe, sich mit diesem Verlust an Lebensmöglichkeiten überhaupt noch ins Leben hineinzubewegen. Was würdest du sagen, als jemand, der Erfahrung hat und der es auch geschafft hat? Was braucht man nach so einem Unfall, nach so einer Lähmung, um neuen Lebensmut zu fassen und sich in die neue Situation hineinzubewegen? Ich würde es mit zwei Sachen zusammenfassen. Das eine ist, glaube ich, das Wichtigste, das ist man selbst. Man muss wollen. Wenn man nicht will, bringt alles andere auch nichts mehr. Also es muss wirklich dieser eigene Wille da sein, wieder sein Leben in die Hand nehmen zu können und das ja von neu zu beginnen. Und da gehört natürlich genauso mit dazu, dass man diese Trauerphase durchmacht, dass dieser Schmerz über das, was passiert ist, über diesen Schicksalsschlag, dass man den auch erfüllt und erleidet in Anführungsstrichen, aber dass diese Phase genauso durchgemacht wird, um dann nachher wieder zu sagen, okay, und jetzt will ich vorangehen. Und da kommt das Zweite ins Spiel. Ein gutes Umfeld hilft elementar. Und zu dem guten Umfeld gehört natürlich auf der einen Seite der Freundeskreis, die Familie, also das persönliche Umfeld, aber natürlich auch die Rehabilitation. Und die Rehabilitation ist das, was einen zurückbringt in das Leben, was einen stärkt, wo man das Rollstuhlfahren lernt, wo man die Physiotherapie macht, wo man die Ergotherapie macht, also die ganzen Therapien, die einen fordern und fördern, mit dieser neuen Situation zurechtzukommen und die Wege zu finden, wie man es machen kann und wie es geht. Aber das einzig und allein Entscheidende ist, will man oder will man leider nicht, so wie es auch bei Samuel oft hervorkommt, ja, dass er es einfach nicht schafft, dass er nicht will. Ja. Nun ist das Buch natürlich, wie ich gesagt habe, ja kein 1:1 Abbildung deiner Situation oder der Situation hier, sondern es ist auch ein Roman, den man in übertragenem Sinne lesen kann. Und mir geht es auch darum zu zeigen, jeder von uns hat schon mal einen Bruch im Leben erlebt. Ob das jetzt ein Wirbelsäulenbruch ist oder ob es ein partnerschaftlicher Bruch ist, ob es ein Karriereknicks ist. Uns allen ist dieses Beginnen müssen mitten im Leben ja vertraut. Was sagst du dazu, zu dieser Situation? Wie weit liegt die Welt hier, das Rehab, von der sogenannten normalen Welt entfernt? Oder was kannst du der Gesellschaft, uns anderen sagen? Ich glaube, wir haben jeden Tag ganz viele Entscheidungen zu treffen und meistens treffen wir sie sehr unbewusst. Aber wenn wir einen solchen Schicksalsschlag erleben, habe ich auch eine Entscheidung zu treffen und zwar, will ich leben und wie will ich leben? Also für mich war es ganz klar, ich möchte mein Leben freudvoll haben, ich möchte zufrieden sein, ich möchte glücklich sein
und habe mir dann den Weg gesucht. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich spreche immer gern von meiner Lieblingsthese, dass es nicht darauf ankommt, was man hat, sondern was man daraus macht. Und ich meine damit, dass es natürlich schwerwiegend ist, wenn man einen solchen Schicksalsschlag hat und querschnittgelähmt im Rollstuhl sitzt. Aber das ist die eine Seite. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, ein schönes Leben mir zu gestalten. Und das ist, was ich damit meine, dass ich es immer noch schaffen kann, trotz Rollstuhl, weil das Leben ist nicht vorbei. Und das ist für mich, ich spreche immer da gerne vom Mindset, das findet im Kopf statt, diese Entscheidung. Ja, ja. Und da zu sagen, und trotzdem, dass ich im Rollstuhl sitze, und das sehe ich auch oft in unserer Gesellschaft, wo ich sage, ja, uns passieren viele Sachen oder auch in Unternehmen passieren Sachen, die wir nicht wollten, die wir nicht geplant haben. Aber trotzdem dürfen wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Und darum spreche ich immer gerne davon, dass wir die Freude in unserem Leben brauchen. Das ist für mich die Essenz, das ist das, was unserem Leben Sinn gibt. Und dann ist es egal, wie meine Situation ist. Ich habe die Möglichkeit, die Freude in mein Leben zu bringen, die Freude in mein Tun, in meine Arbeit, in meine Beziehung, in meine Freizeitgestaltung. Und das ist das, worauf es ankommt. Und wenn wir das schaffen, wenn wir die Freude in unser Leben reinholen, dann wird unser Leben lebenswert. Stefan, ich danke dir für dieses Gespräch, das wir anlässlich dieses Romans Ein Stück Himmel zusammenführen durfte. Ich würde gerne weiterreden mit dir so lange, bis der Graben zwischen der Welt der Behinderten und der Nichtbehinderten ganz klein ist. Danke. Danke dir.